zwar möchte ich heute ein paar Übungen zeigen, nur auf einem Bein. Ich fange einfach mal an. Die erste, Sensorboard ist schräg vor euch. Ihr versucht in der Mitte des Sensorboards zu stehen und kommt erstmal hoch. Versucht hier auch wirklich einen geraden Rücken zu haben, den Bauch anzuspannen, Schultern ein bisschen nach hinten und nach vorne gucken. Erstmal ein bisschen das Üben, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das so anfühlt, wenn man ein bisschen nach rechts und links schwankt. Gerne auch die Hände sonst ein bisschen höher, um besser Balance zu halten. Wenn ihr könnt, einfach fallen lassen, das ist natürlich ein bisschen schwerer. Und bei der ersten Übung werden wir jetzt anfangen, das Bein ein bisschen aufzuwärmen. Einfach nach vorne, zur Seite und nach hinten. Versucht dabei einfach die Balance zu halten, ohne dass das Deck den Boden berührt. Vorne, Seite, hinten. Wiederholt ihr fünfmal und dann wechselt ihr das Bein, das gleiche mit der anderen Seite auch. Auch wieder hier erst die Balance finden. Schön nach vorne gucken. Bisschen austarieren. Und dann fangt ihr an. Vorne, Seite, hinten. Ja, das war die erste Übung. Die zweite Übung ist genau wieder gleich. Der Fuß kommt in die Mitte rauf. Und ihr fangt hier an, wieder hochzukommen. Dieses Mal ist keine Bewegung drin, sondern eigentlich nur ein Stretch, indem ihr einfach das Knie hochzieht und versucht, in dieser relativ starren Position weiter die Balance zu halten. Das ist sogar echt viel schwerer als die Übung davor, weil ihr eben nicht die Hände habt, um das auszutarieren. Also einfach hier halten, Füße entspannen, versucht wirklich auch im Rumpf gerade zu bleiben. Und nicht zu sehr in die Schräglage zu verfallen. Und dann zählt ihr einfach 10 Sekunden runter. Und dann wechselt ihr das Bein. Das gleiche mit der anderen Seite auch. 10 Sekunden halten. Zwischendurch immer die Füße ein bisschen entspannen, dass ihr da keine Krämpfe hier in den Füßen bekommt durch die Anspannung des ständigen Austarierens. Nächste Übung. Wieder gleich. Ihr kommt hoch. Und dieses Mal gleiche nach hinten. Einfach Bein stretchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit Beinen halten. Versucht nicht euer Fußgelenk zu unnatürlich nach hinten zu ziehen, sondern möglichst natürlich einfach festhalten. Und stretchen. Das ist im Endeffekt wie so ein Stretching, nur dass ihr eben dabei euer Standbein mit anstrengt, da ihr die ganze Zeit das Gleichgewicht halten wollt, müsst. Nächste Übung, natürlich auf der anderen Seite das gleiche nochmal, auch wieder 10 Sekunden halten. Und die letzte Übung für heute, ihr kommt wieder hoch auf ein Bein und wieder tariert ihr aus. Erstmal den Groove wiederfinden, zieht euer Bein hoch und streckt es. Das ist hier eine Halteübung. Bein schön angespannt, versucht es wirklich gerade zu machen. Fuß pointet nach vorne und versucht hier die Balance zu halten in der Position. Auch wieder 10 Sekunden, dann wechseln wir die Seite, anderer Fuß, wieder erst hochkommen, gucken, wo man steht mit dem Fuß. Und als erstes das Bein hoch und dann Kick. Ganz einfach nach vorne und halten. Auch wieder 10 Sekunden. Ihr merkt, es ist auf jeden Fall anstrengend für die Beine und auch für die Fußsohlen. Ein bisschen stretchen und eben auch diese Halteübungen dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.